zum Promenieren ein. Alles, was bunt, leicht und luftig ist, wird im Lenz zur Schau gestellt. Schimmernde Moiré-Stoffe wie dieser Kurzmantel mit nichts als nackter Haut darunter. Mit den Temperaturen steigt eben die Lust, sich sexy zu kleiden. Mädchenhaft, fast unschuldiges Weiß oder sofort ins Auge fallende Signaltöne, frische Farben als belebender Kontrast zum tristen Wintergrau. Und, um es mit Johann Wolfgang von Goethe zu sagen, des Frühlings holder Blick belebt auch die Mode. Der Trend für Frühjahr und Sommer 2004? Trenchcoats, Hemdblusenkleider. Welche Farbe? Also ich sehe es früher in Grün, in Rosa, in Champagner. Und relativ luftige Kleider und frisch und fröhlich, so sehe ich es. Das Chiffon zum Beispiel. Auch ein sehr starker Trend, den wir jetzt aufgegriffen haben, ist das Ballett. Sind ja auch inspiriert von Degas, Cézanne, vor allem eben den Impressionisten. Rosa-rotes Ballerinakleid. Duftige Stoffe, Kesselschnitte, romantisch und feminin. So sehen die Münchner Jungdesigner das früher. Und so präsentiert sich auch die erste Kollektion der beiden. Denn im eigentlichen hauptberuflichen Leben ist der eine Schauspieler, der andere Regisseur. Unsere Mode ist inspiriert von New Yorker Society Girls und Society Ladies. Und unser Ziel war es immer, die Mode von New York rüberzubekommen. Und nachdem wir ja von dem Designer Marc Jacobs sehr inspiriert sind, dessen Muse Sofia Coppola ist, die jetzt selber auch Mode macht, war sie für uns natürlich auch eine große Inspiration, eben Regie zu führen und Mode auch irgendwie einzubringen. Ich finde, das bedingt sich auch gegenseitig. Also Filme inspirieren die Mode und die Mode umgekehrt auch die Filme wieder. Was würden wir gern an Frauen sehen? Diese Frage stellten sich Andreas und Patrick, bevor sie zu Faden und Schere griffen. Denn ihre Kleider entwerfen sie selbst, ohne dabei jemals eine Modeschule besucht zu haben. Paris, zu Deutsch die Erbin, heißt das neue Modelabel, das es bisher nur in Amerika zu kaufen gibt. Im Moment lassen wir es mal klein anlaufen. Ich glaube, in der Branche muss man eben sehr vorsichtig sein. Also ja nicht übertriebene Erwartungen haben, sondern wirklich klein, aber fein und mit Qualität denken. Da. Melanie Tara, Model und Schauspielerin, ist bisher eine der wenigen, der die Kreationen von Harris hierzulande auf den Leib geschneidert werden. Das freilich soll sich ändern. Das Label kommt in Bälde auch in Münchens Modeläden. In Amerika hingegen, ihrer zweiten Heimat, sind die Designer seit der New York Fashion Week letztes Jahr gefeierte Stars am Modehimmel. It-Girl Paris Hilton, Pop-Prinzessin Beyoncé Knowles und viele Schauspielerinnen tragen Modelle von Harris. Auch Melanie Tara trägt die Kreationen der Münchner Modeschöpfer. Privat und bei großen Events. Sei es beim Filmball, bei den Filmfestspielen in Cannes oder wie gestern Abend zur Einweihung der neuen Gianfranco Ferré Boutique in Münchens Flanier- und Modemeile Maximilianstraße.